Warum sind Sie heute hier Abend bei der Benefizgala für die Lea? Ja, weil ich denke, man sollte da auf jeden Fall mitmachen, wenn man sowas mitbekommt, dass man helfen kann. Und das ist, finde ich, ein angenehmer Beitrag dazu, weil es war ein sehr schöner Abend. Haben Sie selber auch schon einen Teil dazu beigetragen? Selbstverständlich. Ich habe Lose gekauft und zweimal gewonnen. Ganz einfach, weil mich das auch interessiert und weil ich einfach hoffe, dass ganz viele Leute auch kommen. Und da bin ich halt jetzt auch dabei. Heute Abend ging es ja viel über die Knochenmarkspende und vieles andere. Haben Sie selber auch schon Initiative ergriffen? Wir sind jetzt erst vorher gekommen, also Lose hat es keine mehr gegeben. Aber wir spenden nachher noch, wenn wir gehen. Wie ist so Ihr Eindruck bis jetzt? Wie ist der Abend für Sie jetzt bisher verlaufen? Also ich bin angenehm überrascht, dass so viele Leute da sind. Finde ich super toll. Warum seid ihr heute hier Abend bei der Benefizgala für die Lea? Ja, weil die Einladung kam und da haben wir gar nicht lange überlegt. Wir machen jedes Jahr immer wieder gute Tatgeschichte. Ich nenne es jetzt einfach mal gute Tatgeschichte. Machen wir gar kein großes Gedöns drum, einfach machen. Ja, ich wollte einfach mal sehen, was das mit der DKMFS auf sich hat und wie man helfen kann. Und wollte mich einfach über die Organisation informieren heute Abend. Was ist die DKMS überhaupt? Ja gut, also das Fragen, die DKMS steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Dort werden ca. 2,7 Millionen Leute praktisch aufgenommen oder wurden aufgenommen und sind dort registriert. Seit 15 Jahren bin ich registriert. Ich wollte mal einfach mal sehen, wie das mit der Stammzellen, mit der Spende so abläuft, was man da beachten muss, was für Risiken gibt. Ja, und das hat mir heute Abend gut erklärt, also ist gut erklärt worden. Der erste Schritt ist praktisch die Registrierung, die Typisierung. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist praktisch, dass in Sporthallen zum Beispiel eine Typisierungsaktionen laufen. Dann ist es so, dass dann praktisch 5 Liter Blut abgenommen wird, wo zur Registrierung vonnöten ist. Und die zweite Möglichkeit ist praktisch die Möglichkeit, zu Hause das zu machen. Sie gehen unter www.dkms.de auf unsere Homepage, klicken dort an, praktisch online registrieren lassen. Sie füllen ein Datenblatt, wenn Sie wollen, aus. Dann bekommen Sie den Typisierungsset nach Hause geschickt. Dort sind zwei Wattestäbchen drin. Bei den Wattestäbchen machen Sie einen Mundabstrich, schicken die Wattestäbchen zurück zur DKMS und dann sind Sie schon typisiert. Habt ihr auch schon euch informiert? Habt ihr selber sogar gespendet oder euch registrieren lassen? Also bisher noch nicht, aber das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache und für Zukunft muss man da echt dranbleiben. Da hat gerade einer noch einen gehobenen Finger gezeigt. Jetzt glaube ich, war es ganz, ganz Wichtiges. Also für mich steht auf jeden Fall fest, dass ich es jetzt machen werde. Natürlich selbstverständlich auch mit meiner Frau zu Hause. Aber wir haben hier einen Jubilar dabei und zwar der Egon, der ist schon, sage und schreibe so gut, 25 Jahre hat er schon seinen Spenderausweis.